Hallo, hallo, willkommen zurück zu Siberia 2. Ja, nachdem wir in der letzten Folge das Kloster verlassen konnten, auf sehr stürmische Art und Weise, müssen wir hier im Dorf nur noch das mechanische Herz, das wir von Hans bekommen haben, bei den Pferden einsetzen, hier bei Zirkos. Und dann kann die Reise weitergehen, hoffentlich. Außer ich muss noch 80 komische Sachen erledigen. Aber wer weiß. Wer weiß. Aber ich bin guter Dinge, dass wir hier jetzt wegkommen werden. Alle, hopp, hopp! Oh, du Süßi. Der Ring ist doch viel zu klein für den dicken Hintern. Alle, hopp, hopp! Ich meine den fluffigen Hintern, kein Bodyshaming hier. Alle, hopp, hopp! Ah, jetzt reicht's aber. Hau ab, du Dreckshund. Los, weg hier! Ey. Oh, ich möchte den mitnehmen. Oh, können wir den in Zug mitnehmen? Das wäre so super. Ich liebe alles an dem Gedanken. Was war das denn, Zirkus? War nicht nett. Der arme Hund. Guten Tag, Herr Zirkus. Ah, guten Tag, Fräulein Walker. Als ich reinkam, schienen Sie sehr wütend über diesen komischen Hund zu sein. Hund, sagen Sie? Hier nennt man das einen Yuki, Fräulein Walker, weil sie von den Yukol-Eskimos gezähmt werden. Yukol, Yuki. Du hast ihn selber Hund Ein genannt. Yuki? Lassen Sie sich nicht täuschen, Fräulein Walker. Sieht zwar aus wie ein Hund, ist aber keiner. Wohl eher eine Mischung aus Robbe und Bär, mit einer Prise viel Fraß. Und Sie versuchen, ihm eine Zirkusnummer beizubringen. Von wegen. Ich gebe zu, ich hab's versucht. In Ermangelung eines Besseren. Aber ein zivilisierter Mensch kann aus diesem Vieh wirklich keinen Nutzen ziehen. Das Tier widersetzt sich jeder Form von Dressur. Es will nur fressen. Mein Spirit Animal. Was? Nein. Quatsch. Herr Zirkus, ich möchte mich für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Wir werden Romansburg bald verlassen. Ah, das ist sehr schade, Fräulein Walker. Sie verpassen meine Pferdenummer. Ich beginne mit den Vorstellungen, sobald ich diese verflixten Automaten repariert habe. Das werde ich dann wohl ein anderes Mal nachholen müssen. Du reparierst ihn doch, Kate, aber gut. Pferdeautomat. Funktionieren die Pferde nicht? Ich hatte Herrn Vorarlberg gebeten, sie sich anzusehen. Aber aufgrund dieses schrecklichen Anfalls, den Sie miterlebt haben, kam er nicht dazu. Vielleicht kennen Sie sich ja damit aus, Fräulein Walker. Ich heiße zwar nicht Hans Vorarlberg, aber ich kann es ja mal versuchen. Richtig. Kein Wunder, dass der Automat nicht funktioniert. Ein Hauptbestandteil fehlt. Ich baue ihn ein, wenn Sie es erlauben. Ah, Sie retten mir das Leben, Fräulein Walker. Ich glaube, ich kann den Automaten reparieren, Herr Zirkus. Nur zu, Fräulein Walker. Ich bitte Sie. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen wäre. Ja, dann mach mal. Okay, ich dachte, da steht jetzt nochmal Pferdeautomat. Aber hey, Hans geht es wieder den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Herr Zirkus. Hans Vorarlberg hat mich gebeten, Ihnen bei der Reparatur des Automaten zu helfen. Ah, wunderbar. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, Fräulein Walker. Ich muss weiter, Herr Zirkus. Gott beschütze Sie, Fräulein Walker. Ich bin Atheist. Danke. Ja, ich muss weiter. So 5 Schritte weiter. Einmal hier dran, bitte. Und da setzen wir das Herzchen ein. Ja. Let's go. Nein? Doch? Guck mal, das Pferd bewegt sich hier. Es ist die Frage, was ich das einstellen muss. Und kann man die Teile bewegen? Ja, die müssen ja irgendwie da dran, damit sich die Pferde auch bewegen, ne? Aber hier passiert soweit nichts.
kann das auch nicht rüberschieben, aber ich verlasse mal kurz den Screen. Die Rädchen kann ich auch nicht drehen. Mit der Schere. Ich muss sie doch irgendwie daran befestigen können, oder nicht? Ah! Ach du Scheiße. Das kann ja was werden. Woher soll ich wissen, wie sich das hier bewegen muss? Oh, okay, so bewegt sich nur das linke. Eins, zwei, okay. Eins, zwei, drei. Wir kommen näher. Das waren schon mal alle vier. Okay, nee. Das war für das erste. Ah, irgendwas ist noch falsch, oder? Ich mache das trotzdem mal hier hin und verlasse den Screen. Aber irgendwas ist noch verkehrt. Aber hey, ich konnte alle vier bewegen jetzt. Aber es läuft noch nicht ganz rund, glaube ich. Herr Zirkus? Fräulein Walker, was ist passiert? Anscheinend gar nichts. Okay, das muss noch irgendwie anders laufen. Warte. Also die kommen da oben hin und das in der Mitte, das rechts. Ich löse das mal wieder. Setze das Pferdchen ein weiter und setze die nochmal hier rein. Ich sollte vielleicht einfach ganz aufdrehen, oder? Ich versuch's mal. Because why not? Ja, das sieht doch schon besser aus. Jawohl. Jetzt weiß ich, wozu ich das Teil unten brauche. Um Gottes Willen. Der Zug ist ohne mich gefahren. Wie kann das denn passieren? Das war bestimmt der Patriarch. Direkt Oscar anrufen. Oder die Brüder. Hallo? Oscar hier. Kate Walker. Oscar, wo sind Sie denn? Ist alles in Ordnung? Diese Herren haben mir gesagt, dass sie nicht weiterreisen, dass sie nach Amerika zurück wollen und der Zug abfahren soll. Ich fürchte, ich habe einen Irrtum begangen, Kate Walker. Oh, Oscar, ist Hans bei Ihnen?
Ja, Ivan und Igor haben Herrn Vorarlberg in seiner Kammer eingeschlossen. Ivan und Igor, sagten Sie? Diese beiden sind also dafür verantwortlich, dass der Zug abgefahren ist? Da ist wohl was faul, Kate Walker. Allerdings, Oscar. Das ist Diebstahl. Die haben den Zug entführt und Sie mit dazu. Ich gerate etwas in Sorge, Kate Walker. Etwas. Keine Angst, Oscar. Ich finde Sie schon. Sagen Sie, in welcher Richtung fährt der Zug? Geradeaus. Wir sind an keiner Abzweigung vorbeigekommen. Ich fahre so langsam wie möglich. Ich glaube, ich kann Sie etwas aufhalten. Ich? Nein, nein. Ich habe zu mir selbst gesprochen. Ja, ich, Oscar? Oscar! Ivan und Igor. Der arme Oscar. Oh Mann, wie naiv ich war, dass ich dachte, ich könnte einfach weiterreisen. Verdammt. Jetzt sagt sie bestimmt was zu diesem Gefährt. Etwas anderes als sonst. Dieses Gefährt sieht aus wie ein Schlitten. Wenn ich den nur herunterbekommen könnte. Ach, fahr doch einfach auf den Kopf. Abschneiden. Dieses Gefährt. Ja, ich glaube, mit den Sachen hier wird das nichts. Malka weiß doch bestimmt Bescheid, oder? Malka. Meine kleine Malka. Aber ich könnte jetzt bei Ivan und Igor bestimmt in den Bereich reingehen. Hast du das gesehen, Malka? Der Zug ist ohne mich abgefahren. Glaubst du, dein Freund hat dich im Stich gelassen? Nein. Ich glaube, jemand hat ihn zur Abreise gezwungen. Das ist richtig. Wir wissen ja auch schon, dass es Ivan und Igor waren. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt über die andere Kameraansicht, aber ja. That's me. Konstant verwirrt. Mann, der Zug ist weg. Kein Zug mehr. Natürlich, die Tür ist auf. Okay. Hoffentlich haben sie den Yuki mitgenommen. Der bleibt dann Inventar des Zuges, bitte. Okay. Ich kann kein Russisch. 14. irgendwas 2002. Das weiße Gold Sibiriens. Guck mal. Die kenne ich noch. Wo fangen wir denn an? Eine Diva scheidet von uns. Aralbert, 5. September. Helena Romanski hat uns verlassen. Die berühmte Diva ist Donnerstagnacht von uns gegangen. In den 60er Jahren verkörperte Helena Romanski die Stimme des Sowjetischen Reiches und wurde zur Botschafterin sowjetischer Kultur. Das Repertoire dieser Interpretin klassischer Musik war in allen Konzertsälen weltweit zu hören. Nichtsdestotrotz machte sie es sich auch zur Aufgabe, von Zeit zu Zeit in Fabriken und Werkstätten einzukehren, um inmitten tausender Arbeiter russisches Liedgut anzustimmen und diesen dadurch zu ganz neuen Dimensionen zu verhelfen. Helena Romanski wird stets einen Platz in unseren Herzen innehaben. Okay, das weiße Gold Sibiriens, die Hörner natürlich. Gemäß Beschluss des Wissenschaftlichen Ausschusses für Paläontologie zählt Mammutelfenbein von nun an zum nationalen Erbe. Ah ja. Die ausufernde Verbreitung paralleler Märkte und allerlei Formen von Schwarzhandel mit dieser Ware, die aufgrund ihrer angeblichen aphrodisischen Eigenschaften ein wahres Elfenbeinfieber ausgelöst hat, haben dazu geführt, dass die Elfenbeinbestände unseres Landes in besorgniserregendem Maße dezimiert worden sind. Um diesen Zustand Einhalt zu gebieten, sind jegliche Grabungen und Forschungsreisen ohne behördliche Genehmigung strengstens untersagt. Leider wird es stets einige skrupellose Personen geben, Ivan und Igor,
die sich den Anordnungen der Regierungsbehörden weiterhin widersetzen werden. Minus 20 Grad, oh mein Gott. Ja. Ein sibirischer Komet. Im Laufe der letzten Tage gingen unzählige Anrufe bei unserer Redaktion ein, denen zufolge ein großes eiförmiges Flugobjekt am Himmel gesichtet wurde. Die Eiszeit wird einberufen. Ich sag's euch, wie bei den Dinos damals. Da alle unsere Anfragen beim Zentralbüro für astronomische Beobachtungen unbeantwortet geblieben sind, können wir lediglich Spekulationen über die Art des rätselhaften Flugobjekts anstellen. Handelt es sich dabei um einen Kometen, einen ausgedienten Satelliten oder sogar um ein Spionageflugzeug der Tatarrepubliken? Wir behalten die Angelegenheiten im Auge. Vielleicht sind es auch Aliens, die uns alle töten wollen. Wer weiß. Mars Attack. Okay. Gut. Was kann man denn noch hier so machen und finden und tun? Ich habe die Zeitung direkt mitgenommen anscheinend. Hier unter Dokumente. Jawohl. Okay. Walken Sie bitte, Kate Walker. Geht! Dieses Gerät ist ja ekelerregend. Es ist doch nur ein Topf. Hier einmal anzünden. Nein. Fischbonbons? Nein. Kannst du es ja putzen? Ja. Okay, ansonsten. Weiß ich nicht, was ich sonst hier noch machen oder finden soll. Hier gibt es auch anscheinend nichts weiter. Und hier unten raus kann ich nicht. Und hier oben auch nicht. Okay, kann ich denn rechts weiter? Vermutlich nicht, ne? Nee. Dann geht's wieder raus. Was mache ich denn mit der Zeitung? Ich glaube, ich gehe noch mal rein zu Zirkus. Ne, wo ich schon mal hier bin. Mal sehen, was er für Informationen hat. Kann ich die Pferde auch noch mal springen lassen? Das muss ich nicht machen. Dahin muss ich nicht. Okay. Ich glaube, das ist der neue Satz. Das muss ich nicht machen. Herr Zirkus, es ist schrecklich. Fräulein Walker, was ist passiert? Ist auch unpraktisch, so direkt unterm Gleis so einen Laden zu haben, ne? Da rumpelt ja alles bei. Der Zug. Jemand hat den Zug gestohlen, Herr Zirkus. Den Zug? Ihren Zug? Aber aus welchem Grund würde jemand Ihren Zug stehlen, Fräulein Walker? Keine Ahnung. Zumal die Gleise nirgendwo hinführen. Zumindest an keinen Ort, der für einen Zugdieb weiter von Interesse wäre. Und für Sie? Was gibt's denn da draußen, das für Sie von so großem Interesse ist? Mammuts. Für mich, Herr Zirkus? Tja, das ist eine lange Geschichte. Zu lang, um sie einem alten Gaukler zu erzählen? Vielleicht ein andermal, Herr Zirkus. Wie Sie sicher verstehen, muss ich schnellstens ein Mittel finden, diesen Zug einzuholen. Das wäre auch mein Argument gewesen. Hätten Sie vielleicht eine Idee, wie ich meinen Zug einholen kann? Keine Ahnung. Vielleicht mit einem anderen Zug. So lange kann ich unmöglich warten. Es muss doch eine andere Lösung geben. Herr Zirkus. Ich weiß wirklich nicht, Fräulein Walker. Tut mir leid. Da war mein Finger einmal kurz zu schwer. Okay. Ich kenne dieses Wort nicht. Kann es sein, dass ich unter den Gleisen eine Art alten Schlitten gesehen habe? Das ist eine Draisine. Draisine? Eine Art Wartungsfahrzeug für Gleise. Der Wartungsdienst hat sie noch nie benutzt. Glauben Sie, sie ist noch zu gebrauchen? Keine Ahnung. Ist im Laufe der Zeit wohl unbrauchbar geworden. Fragen Sie am besten den alten Colonel. Schließlich ist es Staatseigentum.
Und er ist dafür verantwortlich. Ich muss weiter, Herr Zirkus. Gott beschütze Sie, Fräulein Walker. Nein, danke. Gut, dann zu unserem guten alten Freund Colonel. Auf geht's. So. Der weiß doch ganz sicher, wie dieses Ding funktioniert. Das sieht so leer aus hier jetzt. Das macht mich richtig traurig. Diese verdammten Brüder, ey. Colonel! Colonel, ich brauche Ihre Hilfe! Colonel! Der Zug, Kate! Ist er ohne dich abgefahren? Ja, ich bin Kate Walker. Nun hören Sie mal. Hans und Oscar haben ganz bestimmt nicht beschlossen, ohne mich loszufahren. Vielleicht hielt es dein Freund Hans Vorarlberg zu gefährlich für dich, ihn zu begleiten. Unmöglich. Ich muss ihn zur Insel Siberia begleiten. Verstehen Sie? Nein, bestimmt nicht. Ganz unmöglich. Einfach so abgefahren. Der Zug, Colonel. Er wurde entführt. Ich bin mir sicher. Jemand hat ihn gestohlen. Ah, das ist schlimm. Sehr schlimm, Kate. Hast du jemanden in Verdacht? Schon möglich. Ich weiß es doch. Wer kann so etwas getan haben? Ivan und Igor. Kate weiß es doch. Sie hat doch mit Oscar gesprochen. Was soll ich jetzt tun? Ich muss den Zug einholen. Hans und Oscar sind diesen Übeltätern ausgeliefert. Oh, verfluchtes Bein. Wäre ich noch jung und kräftig, dann würden wir auf mein Pferd steigen und wären schon hinter den Halunken her. Aber ich habe nur noch ein Bein und mein Pferd ist tot. Oh, Colonel, ich flehe Sie an. Finden Sie schnell ein anderes Transportmittel. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht die alte Dresine da unten. Ich fürchte, die ist schon lange nicht mehr benutzt worden. Ja, erzähl mir mehr über die Dresine. Dresine, das spricht hier auch jeder anders aus, ne? Colonel, meinen Sie, dieses Fahrzeug ist schnell genug, um den Zug einzuholen? Keine Ahnung, Kate. Es ist im Register eingetragen als Eisenbahnfahrvorrichtung, die nur in extremen Notfällen einzusetzen ist. Spitzen- und Langstreckengeschwindigkeit sind nicht erwähnt. Sonderbares Fahrzeug. Aber warum nicht? Es steht dir zur Verfügung. Ja. Nun, ich werde versuchen, da Klarheit reinzubringen. Boah, Donnerwetter. An Courage fehlt es dir wirklich nicht. Das stimmt. Ich bin nämlich Katjuschka. So. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das Ding fahrtüchtig ist, ne? Das werden wir jetzt sehen, denke ich. Es war ja jetzt viele, viele Jahre anscheinend nicht in Betrieb. Und das hier ist ja wohl mehr als ein Notfall. Also ich bitte euch. So, rein da. Dieses Gefährt sieht aus wie ein Schlitten. Wenn ich den nur herunterbekommen könnte. Ich glaube, der ist nicht dafür da, um ihn herunterzubekommen. Obwohl, das ist ein Sitz, ne? Hier. Die wird da nicht auf den Kopf was machen. Ich frage Colonel nochmal. Der muss doch wissen, wie man das benutzt. Zumindest. Oder wie man das die andere Seite bekommt. War das Gespräch wirklich schon vorbei? Let's see. Vielleicht ist ja auch auf dem Dachboden irgendein Werkzeug oder so. Spinni. Colonel, ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht. Irgendeinen Grund muss es aber haben, Kate. Ja, tell me. Colonel, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich diese Dresine ausleihe? Auf eigene Gefahr. Das Gefährt sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Nun, ich werde versuchen, da Klarheit reinzubringen. Boah, Donnerwetter! Ja. An Courage fehlt es dir wirklich nicht.
Gefährt und Gefahr, das klingt ja fast gleich. Das gehört zusammen. Colonel, ich verstehe das nicht. Irgendeinen Grund. Bonbonautomat. Ich bräuchte Kleingeld. Ach, brauchen wir das wirklich noch? Ich habe auch vergessen, welche Münze reinkommt. Davon mal ab. Merkt man, dass ich gerade irgendwie keine Lösung habe? Ja, ne? Lalala. Ich möchte noch mal Bonbons haben. Oh. Ah ne, der funktionierte ja nicht, der letzte hier, ne? Don't mind me, ich spiele nur rum. Okay. Ich gehe noch mal hier hoch. Mein Gefahr, gefährliches Gefährt, ja, ist klar. Aber er könnte mir wenigstens erklären, wie ich das runterbekomme. Und auf die Gleise drauf kriege. Das bist du mir schuldig. Oder so ähnlich. Vielleicht kann ich hier hinten noch mal was tun. Das brauche ich nicht mehr. Ja, dahin muss ich nicht. Okay. Das brauche ich nicht mehr. Ah, hi. Einfach mal alles durchprobieren. Das muss ich nicht machen. Ja, dahin muss ich nicht. Ist schon klar. Malka, du bist doch so gewieft. Erklär du mir doch, wie das geht. Das wäre doch eine Idee. Oder kann ich jetzt nach diesem Gesprächsfetzen, den wir jetzt noch übrig hatten, vielleicht kann ich ja jetzt irgendwas damit machen. Ich glaube nicht daran, aber wir schauen mal. Das gefährliche Gefährt. Dieses Gefährt? Ja. Zirkus? Kannst du mir noch was erzählen? Bei er sagt ja schon, oder? Musst du zu Colonel gehen. Was soll der mir denn noch erzählen? Guten Tag, Herr Zirkus. Zu Diensten? Hilfe? Sie können mir also nicht helfen? Ich wüsste nicht, wie. Ich muss weiter, Herr Zirkus. Gott beschütze Sie, Fräulein Walker. Schade. Aber so ist das dann. Malka, Mäuschen, hast du noch eine Idee? Wenn Oskar nichts passiert ist, kann er den Zug vielleicht anhalten. Fahrzeuge gibt es wenig in Romansburg. Mhm. Du magst recht haben, Malka. Hast du zufällig ein Pferd oder ein Yuki? Ich muss ein Mittel finden, den Zug einzuholen. Dann folge den Gleisen, um sie einzuholen. Schließlich fährt ein Zug nur auf Gleisen. Mhm. Du magst recht haben, Malka. Schlaue Malka. Wenn Oskar nichts passiert ist, kann er den Zug vielleicht anhalten. Fahrzeuge gibt... Hatten wir, okay. Das muss ich nicht machen. Ja, ich weiß.
Ja, viel mehr Optionen habe ich hier jetzt gerade ja nicht. Aber was war denn mit der Zeitung? Ich habe die ja nicht umsonst mitgenommen, ne? Hm. Weiß ich nicht. Ich guck mal, ob ich hier beim Kloster vielleicht noch was machen kann. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas reißen kann. Bin ja eh nicht erwünscht. Hier bin ich eigentlich auch nicht mehr erwünscht, aber man weiß ja nie. Nachdem was geschehen. Ja. Da geht auch nichts mehr. Hm, ich brauche doch irgendeine Info, wie ich an diesen Wagen komme. Irgendetwas. Huch. Ach verdammt, es ist schon wieder passiert. Ich habe aus Versehen außerhalb des Bildschirms geklickt und muss das Spiel neu starten, damit das wieder flüssig läuft. Ein Moment. So, hier wäre ich wieder. Hoppala! Okay, ich versuche nochmal hier drin irgendwas zu finden eventuell. Diesen Kessel kommentierte sie ja auch irgendwie. Ich wüsste zwar nicht, was ich damit machen sollte, aber... Geht! Genau. Dieses Gerät ist ja ekelerregend. Ekelhaft! Hier war nichts weiter, ne? Hier auf der Couch nicht. Hier hinten nicht. Hier lag die Zeitung. Die Schweine haben meinen Zug gestohlen. Eine Ratte. Pfui. Ich bin gerade etwas ratlos. Ich könnte noch mal versuchen, Oscar anzurufen, oder? Mehr Optionen habe ich hier doch gar nicht mehr. Der Radius, der mir hier jetzt zur Verfügung steht, ist ja recht gering. Meldet sich keiner. Verdammt. Steht in der Zeitung vielleicht irgendeine Nummer? Nein, so nicht. Ich sehe zumindest keine. Dieses Gefährt sieht. Ja, wenn ich es nur herunterbekommen würde. Lass es uns abschneiden. Dieses. Von oben vielleicht. Warte. Von oben. Aber dann fällt es ja runter und ist kaputt, oder was? Ja klar, der Zug ist ja jetzt weg. Warte mal. Aber. Der Schalter. Oh, darauf hätte ich eher kommen können. Oh, easy as that. Okay. Ja, so einfach kann es gehen, ne? Cool. Ja, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg und fahren unseren Zug hinterher. Ja, genau das machen wir.
Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr habt keinen Anfall bekommen jetzt gerade, dass ich das nicht direkt als erstes probiert habe. Ich hatte das nicht mehr auf den Schirm. Vielen Dank an Nico Green und Rob für ihre Kanalmitgliedschaft in der Ultra-Version. Vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung. Noch vielen Dank an Maixen, Negoya, White Tiger, Lukas und Nertopia. Vielen lieben Dank für eure Mitgliedschaft. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.